Hallo und herzlich willkommen zurück zur Approximation mit Fourierreihen. Beim letzten Mal haben wir uns den Weierstrassischen Approximationssatz angeguckt, ne, indem wir mal so ein bisschen schauen wollten, was können wir jetzt mit diesem Satz von Fourier eigentlich machen? Und eine der Anwendungen ist eben, diesen Approximationssatz zu beweisen. Wir rekapitulieren das nochmal ganz kurz. Wenn wir ein kompaktes Intervall haben, und eine stetige Funktion, die darf komplexwertig sein, reellwertig ist keine Einschränkung dann an der Stelle. Und wir geben uns irgendeine Genauigkeit Epsilon größer 0 vor, dann gibt es stets ein Polynom aus dem Polynomring über C, sodass die Norm von f minus p auf diesem Intervall i, das ist einfach die Supremumsnorm, dass das kleiner gleich ist als das Epsilon. Das heißt mit anderen Worten, wir können stetige Funktionen beliebig gut mit Polynomen approximieren. Ja, das war so die Grundaussage. Und der Beweis war so in drei Schritte unterteilt im Wesentlichen. Das eine war, wir ziehen uns mit einer linearen Transformation darauf zurück, dass wir in minus Pi bis Pi liegen, ja, damit wir halt einfach technische Schwierigkeiten vermeiden, weil sonst müsste man halt irgendwie mit Fortsetzungen arbeiten. Das ist hier halt dann an der Stelle nicht nötig. Dann haben wir uns zunächst mal so ein trigonometrisches Polynom gebaut, indem wir gesagt haben, okay, nach dem Satz von Fourier finden wir so Zahlen CK aus C und einen M aus N, sodass halt dieses Supremum von F von T minus die Approximation über ein trigonometrisches Polynom kleiner gleich als Epsilon wird. Also Epsilon halbe, aber letzten Endes kommt es ja nur auf das Epsilon an. Und dann haben wir diese trigonometrischen Polynome gleichmäßig approximiert durch die abgebrochenen Potenzreihen. Na, also wir wissen, wir können die Exponentialfunktion in eine Potenzreihe entwickeln. Das heißt, wir können die Exponentialfunktion beliebig gut durch ein Polynom annähern, je höher wir halt den Grad schrauben. Und dann haben wir uns halt hier überlegt, okay, wir binden dann diese Eigenschaft vor. Und jetzt mussten wir uns dann nur noch aus diesem trigonometrischen Polynom mittels dieser Approximation an die Exponentialfunktion das eigentliche Polynom bauen, das dann unseren Satz erfüllt. Und das haben wir gemacht, indem wir gesagt haben, okay, wir summieren einfach alles auf und summieren hier hinten drin dann quasi statt der trigonometrischen Polynome die Approximation an dieser Exponentialfunktion. Und damit war es uns dann möglich, durch halt ein bisschen technischen Rechenaufwand nachzuweisen, dass das Ganze hinterher genau kleiner gleich Epsilon ist mit dieser Setzung. Und damit waren wir fertig. Und im Prinzip, ne, ist das sogar ein konstruktiver Beweis, wenn wir so wollen, weil wir haben ja hier dieses Polynom hingeschrieben. Das Problem ist, das M zu finden und die CK zu finden. Und das ist halt dann nicht ganz so einfach. Da kommen wir aber in Kapitel 6 nochmal drauf zurück, weil da wollen wir nämlich eine Klasse von Polynomen kennenlernen, die den Weierstrasschen Approximationssatz erfüllen. Das sind die sogenannten Bernstein-Polynome. Also das wird hier noch ein bisschen mit Fleisch gefüllt. Momentan haben wir halt nur die reine Existenz. Jetzt können wir diesen Satz auch so ein bisschen anders interpretieren. Und zwar können wir sagen, okay, was wissen wir jetzt? Der Raum C unendlich, AB, liegt dicht in CAB. Jetzt würdet ihr euch vielleicht fragen, warum C unendlich? Naja gut. Jede C unendlich Funktion lässt sich ja auf ihrem Konvergenzkreis in eine Potenzreihe entwickeln. Die Konvergenz ist innerhalb des Konvergenzkreises gleichmäßig. Ja, das heißt, die Polynome liegen inhärent dicht in C unendlich. Und da wir jetzt aber gerade gesehen haben, wir können jede stetige Funktion durch Polynome approximieren, liegt ja der Polynomraum dicht in CAB. Das heißt, es überträgt sich an der Stelle, weil insbesondere jede C unendlich Funktion eine C-Funktion ist. Das ist also eine andere Interpretation dieses Satzes, der halt auch wieder so ein bisschen näher in die Richtung geht, warum heißt denn der Kurs hier Approximation mit Fourierreihen? Weil eigentlich könnte man den genauso gut halt auch Konvergenz von Fourierreihen nennen. Aber ich möchte halt immer so ein bisschen auch auf die Approximationseigenschaften raus. Jetzt ist eine ganz charmante innermathematische Anwendung, sage ich mal, des Weierstrasschen Approximationssatzes, dass wir damit die Dichtheit eines wirklich sehr elementaren Raumes zeigen können, der in der Funktionalanalyse wirklich eine große Rolle spielt. Und das ist der Raum der Testfunktion. Und Testfunktionen sind eigentlich nur C- und Endlich-Funktionen mit kompaktem Träger. Das ist die ganz simple Geschichte.
Die sind deshalb so elementar, weil auf diesen Testfunktionen die Distributionstheorie aufbaut. Und wie ich ja schon mal angekündigt habe, ist Distributionstheorie definitiv etwas, was ich hier als Kurs nochmal ansprechen möchte. Nicht vielleicht unbedingt jetzt direkt als Nachfolgekurs hierzu, da habe ich was anderes im Kopf gerade. Aber das ist definitiv so interessant und spannend, dass es halt auf jeden Fall nochmal irgendwie hier verwurstet wird, weil es eine der schöneren Funktionalanalyse-Sachen, meiner Meinung nach. Die Krux an dem Beweis ist halt, die braucht ein bisschen, oder der braucht ein bisschen technisches Hilfszeug davor. Beziehungsweise, was wollen wir überhaupt beweisen? Also den Raum der Testfunktion hinschreiben ist einfach gemacht, aber was wir zeigen wollen ist, dass dieser Raum dann sogar dicht ist in LP. Ja? Das heißt, dass wir LP-Funktionen, und das ist dann ja wieder die Approximationsaussage, dass wir LP-Funktionen beliebig genau durch C- und Endlich-Funktionen annähern können. Das ist dann schon wieder ganz witzig. Und deswegen machen wir jetzt zwei Schritte. Erstmal schreiben wir diesen Raum hin, dann untersuchen wir den Raum und konstruieren technische Hilfsmittel, um diese Dichtheit zu zeigen. Und dann, ja, zeigen wir halt zum Schluss diese Dichtheit. Das wird dann Satz 5, 8. Aber das ist so der Flow dieses Kapitels. Genau, also dieser Raum der Testfunktion. Der ist, wie gesagt, eigentlich sehr einfach definiert. Der ist nämlich einfach C und endlich geschnitten mit CC. Also DAB ist gleich C und endlich auf R. Das ist jetzt hier eine eigentlich unnötige Einschränkung, das auf R zu machen, nicht irgendwie auf Rn oder auf irgendwelchen anderen lustigen Räumen. Aber auf R kommt halt das Wesentliche raus und wir wollen uns ja gerade auch so ein bisschen nicht in Details verrennen, sondern ich möchte mir auch noch Luft lassen für nach hinten raus. Das ist auf jeden Fall etwas, was man wenn ich dann irgendwann mal Distributionstheorie mache, in allgemeiner mache. Und den schneiden wir mit dem Raum derjenigen Funktionen, die kompakten Träger haben, in AB. Das ist der Raum der Testfunktion. Wie gesagt, das Ziel ist jetzt zu zeigen, dass dieses DAB dicht in LP ist. Für 1 kleiner gleich p, kleiner unendlich. So, und das Ding ist, wir brauchen da jetzt halt ein bisschen Hilfsmittel für. Wir brauchen jetzt sogenannte Abschneidefunktion. Wir wollen halt hinterher irgendwas mit irgendwas falten vielleicht. Und da brauchen wir halt dann so ein bisschen, ja, einfach Hilfsmittel, die uns dann gewisse Eigenschaften, ich sag mal, garantieren. Und da sind eben die sogenannten C- und endlich Abschneidefunktionen das Hilfsmittel der Wahl. Und die wollen wir jetzt erstmal definieren. Und dann so ein bisschen die Geometrie erläutern, wie die funktionieren, weil das ist jetzt nicht ganz trivial, was da passiert. Also das Erste, was wir machen, wir definieren uns einen Raum, den nennen wir D-Schlange. Das soll einfach sein der Raum aller C- und Endlich-Funktionen. Das heißt, da haben wir schon mal eine wesentliche Eigenschaft von so einer C- und Endlich-Abschneidefunktion, dem Namen nach auch schon, das ist eine C- und Endlich-Funktion, die allerdings ein paar Eigenschaften hat. Nämlich zum einen soll die nicht negativ sein. Dann soll ihr Träger in 0,1 enthalten sein. Minus 1,1, Entschuldigung. Das ist einfach ein Normierungsgrund. Hier kann man jetzt im Prinzip jedes Intervall reinschreiben und dann wieder verschieben, aber minus 1,1 hat dann einfach einen Normierungsgrund. Und das Integral über den Ganzraum, also in unserem Fall über ganz R, soll gerade wieder 1 sein. Diesen Raum betrachten wir. So, da ist a priori eigentlich gar nicht mal klar, dass da überhaupt welche drin liegen. Da kommen wir mal später zu. Und jetzt tun wir mal einfach so, dass da welche drin sind. Achso, ich habe meine Nummer vergessen. Und jetzt tun wir einfach mal so, dass wir uns einen Rho aus dem D-Schlange rausnehmen. Und dann nehmen wir uns noch ein Epsilon größer 0. Und dann setzen wir Folgendes fest. Wir setzen Rho Epsilon fest als eine Skalierung von Rho, nämlich 1 durch Epsilon mal Rho von T durch Epsilon. So, werden wir auch noch mal brauchen, deswegen kriege ich das sinnvollerweise auch noch mal eine Nummer.
Und jetzt kommen wir zu dem Fall, wir wollen ja irgendwie d von ab uns hinterher angucken. Das heißt, wir müssen irgendwie noch hier von diesem Intervall minus 1, 1 wieder auf das generische Intervall kommen. Das heißt, wir nehmen jetzt mal i gleich ab, Teilmenge r. Da setzen wir jetzt noch weiter. Das ist jetzt dann die Definition, auf die wir eigentlich raus wollen. Wir nennen das x i epsilon. Das soll sein das Integral a bis b rho epsilon von t minus s ds für t aus r. Das ist 5, 3. So. Und die Funktion, die da jetzt steht, also Funktion x, i epsilon, heißt C unendlich Abschneidefunktion. Auf I. Gut, das ist jetzt erstmal, ich sag mal, so ein bisschen, ja, hingefickelt, ne? Man hat sich irgendwas definiert, irgendwas gemacht. Jetzt wollen wir uns mal überlegen, warum passt denn der Name Abschneidefunktion hier ganz gut? Na, also was macht das Ding überhaupt geometrisch irgendwie? Kurz einen Tippfehler im Skript gefunden. Also zunächst mal müssen wir irgendwie verstehen, was dieses Rho Epsilon tut. Gucken wir uns mal ein paar Prototypen an. Aber wir haben hier irgendwie so ein Koordinatensystem. Dann wissen wir irgendwie, okay, die Schlange, da spielt sich alles irgendwie minus 1, 1 an. Das heißt, wir markieren hier mal eine minus 1, wir markieren hier eine 1. So, dann wissen wir, dieses Rho Epsilon, ja, dieses Rho hier, soll größer gleich 0 sein. Und der Träger, das Integral soll 1 sein. Das heißt, da wird irgendwie so eine generische Kurve rauskommen, so einer Bauart. Also das wäre zum Beispiel ein Prototyp für so ein Rho aus D-Schlange. Das ist nicht eindeutig, das ist einfach so hingemalt, ne? Sodass halt hier die Fläche unter dem Ding gerade 1 ist. Was tut jetzt das Rho Epsilon? Das skaliert die Höhe und die Kondensation rund um den Nullpunkt. Also wie stark das Ding um den Nullpunkt herum konzentriert ist. Konzentration, mein Gott. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen, wir nehmen ein großes Epsilon, was macht das dann? Das skaliert hier mit einem großen Epsilon gegen, das heißt ein Zehntel mal Rho von T Zehntel. Das flacht dann entsprechend diese Kurve ab. Das heißt, so sehe zum Beispiel Rho 10 aus. Und je kleiner dann das Epsilon wird, ne, desto größer wird der Peak. Das heißt, so könnte man dann zum Beispiel, ja, das ist alles jetzt nicht ganz optimal getroffen. Guck jetzt mal nochmal mit einer anderen Farbe, dann haben wir noch ein bisschen mehr. So könnte man sich zum Beispiel Rho, weiß ich nicht, 2 vorstellen. Und wenn ich dann irgendwie noch höher gehe, dann wird halt hier ein längerer Anstieg sein. Das muss hier eigentlich auch deutlich werden, das müssen wir nochmal machen. Weil der muss ja hier dann länger ansteigen, dafür dann steiler hochgehen und dann wieder runtergehen. Es ist übrigens nirgendwo gefordert, dass die Dinger symmetrisch sind. Das ist nur häufig so, dass man sie symmetrisch wählt. Und dann geht der jetzt hier zum Beispiel, geht dann hier erst hoch. Oh, C und endlich Funktion in mehreren Strichen malen ist auch so eine Sache. Und so sehe das zum Beispiel dann für Rho ein halb aus oder so. Also das skaliert so ein bisschen diese Höhe dieses Peaks. Was macht jetzt das x i epsilon? Das macht Folgendes. Wir gucken uns irgendein Intervall ab an. Das muss jetzt nicht symmetrisch sein um die x-Achse, um den Nullpunkt. Das heißt, wir malen das jetzt hier mal so ein. So, und was das ja offensichtlich tut, ist, das nimmt sich das Integral über dieses Rho Epsilon, aber verschoben. Ne? Also das heißt, man nimmt quasi
T, Rho Epsilon an der Stelle T minus und dann variiert was. Das heißt, man verschiebt diesen Graphen von T minus von Rho Epsilon entlang der X-Achse. Oder der T-Achse. Wenn man es genannt T, ne? T. So, das heißt, was wir hier im Prinzip machen ist, da, wo wir Rho Epsilon wirklich voll treffen, also zwischen A plus Epsilon und B minus Epsilon, da ist dieses Integral einfach 1. Ne, weil da ist durch diese Skalierung einfach das Ding zurückgezogen auf Rho, was wir in D Schlange hatten. Das heißt, wir müssen hier irgendwie auch gucken, was ist A plus Epsilon. Dann ist interessant, was ist A minus Epsilon. Und dann ist auch noch interessant, was ist B plus Epsilon und B minus Epsilon. Ne, einer zu viel. So. Sieht dann ungefähr so aus. So, wir wissen, dass Rho Epsilon ist im Zweifel höchstens 1 im Integral. Das heißt, dieses x i Epsilon wird auf jeden Fall nicht höher sein als eine 1. Wann ist es 1? Naja, dann, wenn wir halt hier diesen Punkt a plus Epsilon bzw. b minus Epsilon erreichen, weil in dem Moment erwischen wir hier oben das Gesamtintegral von Rho Epsilon. Werden wir auch gleich noch wirklich beweisen, was ich jetzt hier gleich sage, aber nur, dass wir schon mal einen geometrischen Eindruck haben. Ich suche gerade nur nach der bestmöglichen Farbe, nehme mal gelb. Also das heißt hier an der Stelle, da sind wir auf 1, an der Stelle sind wir auf 1. Und dazwischen sind wir konstant. So, und jetzt ist es so, dass sobald ich bei a minus Epsilon angekommen bin, habe ich so weit geschoben, dass ich den Träger von Rho Epsilon verlassen habe. Das heißt, da ist das Integral 0. Das heißt, hier landen wir bei 0. Oh, nicht da. Hier landen wir auf 0 und geht danach auch nie wieder anders weiter. Und dazwischen ist es C unendlich. Da ist irgendwie sowas und irgendwie sowas. Das wäre prototypischer Verlauf für so ein XI Epsilon. Ja. Wie gesagt, diese ganzen Details, die ich hier gesagt habe, warum jetzt A plus Epsilon, warum A minus Epsilon und so weiter, das werden wir noch beweisen. Ne, das kommt dann im nächsten Mal. Aber so können wir uns geometrisch vorstellen, was passiert hier überhaupt mit diesen Dingern. Falls ihr euch mal irgendwie schon mal, also gerade für Leute, die irgendwie Physik machen oder die halt irgendwie vielleicht auch Medizintechnik oder so machen, die brauchen das nämlich auch. Das liegt daran, dass hier im Prinzip eine Faltung stattfindet. Und zwar ist ja, wenn man sich das hier mal oben anguckt, ist ja das XI Epsilon. Das sollte ich vielleicht auch mal ins Skript schreiben. Ich glaube, das steht nämlich nirgendwo. Ist das XI Epsilon von T nämlich nichts anderes als ja, das Rho Epsilon gefaltet über 1, also über die 1-Funktion. Ich schreibe das jetzt mal hier so, dass das die Indikatorfunktion ist von AB. Und da muss man sich natürlich überlegen, wie definiere ich eine Faltung auf ganz R, beziehungsweise man muss sich überlegen, wie definiere ich eine Faltung auf kompakter. Aber das ist letzten Endes das, was passiert. Und das heißt, was ich hier mache, ist, ich habe zwei Funktionen. Versuche das jetzt nur noch mal irgendwie so in Licht zu rücken. Ich habe einmal das Rho Epsilon, das spielt sich im Wesentlichen ab zwischen Minus Epsilon und Epsilon. Da ist es 1, weil das der Indikator ist. Das heißt, ich habe das hier irgendwie so. Und dann habe ich das hier weiter. Und was ich jetzt tue, ich nehme mir eine Kurve hier von dem Rho Epsilon und verschiebe die über diese oder verschiebe die entlang der T-Achse. Das heißt, ich mache exakt das, was hier steht. Ich nehme dieses T minus S. Ich verschiebe das Ding nach und nach entlang der T-Achse. Das heißt, ich komme zum Beispiel irgendwann hier an. Und dann geht das ja hier auch weiter wieder in die 0. Und hier geht es auch weiter in der 0. Ne? Und was jetzt meine Faltung macht, die misst den Anteil des Integrals von dem Rho Epsilon an dem Integral, was halt komplett drin ist.
Und dann ist auch klar zum Beispiel, warum wir hier nur auf 1 kommen. Ne? Wir messen den Anteil, den Rho Epsilon haben kann, wenn ich die hier entlang schiebe. Und wenn ich hier entlang schiebe zwischen A plus Epsilon und B minus Epsilon, was wir noch zeigen werden, ist halt einfach die gesamte Kurve da drin. Das heißt, das Integral ist einfach das Gesamtintegral und das ist 1, weil so sind diese Funktionen gebaut. Genau. Also das ist so das, was hier grob passiert. Ne? Und warum das geometrisch schon mal so ein bisschen Sinn ergibt. Und wir gucken uns halt dann nochmal die harten Fakten an, dahingehend diese Sachen auch zu beweisen. Das wären dann so die nächsten Folgen. Also, falls ihr jetzt irgendwie denkt, diese Abschneidefunktionen, die wirken irgendwie so ein bisschen gestellt, das ist wirklich ein technisches Hilfsmittel. Die sind am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wir werden uns da jetzt rantasten, diese geometrischen Eigenschaften formalisieren und beweisen und dann kommen wir da hoffentlich auch ein bisschen besser dran. Gut, dann bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Ist wieder ein bisschen länger geworden, die Folge. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss.